Herzlich willkommen allen Freunde zu einem neuen Part Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Und zwar müssen wir heute den Zatu mal besuchen, ne? Ihr könnt nämlich uns etwas verraten über unsere Vergangenheit oder der Zukunft. Und deswegen brechen wir da auch gleich direkt auf. Wir gucken mal eben hier wichtige Bewegungstipps, die brauchen wir nicht. Ein Geschenk der Rettungsorganisation. Oh, ich habe keine Lust auf Intensivtickets. Die verkaufe ich wieder. Und einen schönen Rettungsauftrag. Und dann besuchen wir jetzt erstmal die Riesenschlucht hier. So. Ja, mit den Leuten. Moritz, dieses Mal schaffen wir es bis ganz nach oben. Wir müssen uns mit Zatu treffen und ihn fragen, was er über dich weiß. Strengen wir uns an. Okay. So, Riesenschlucht Ebene 1. So, was ist das da? Ein Trainingsschalter. Oh, Dummiese gibt's hier, okay. Dann erstmal ein Blut. Und eine Aquavelle. So. So, da ist ein Hubbelluff. Cool. Das ist einfach hier schon die dritte Entwicklung gibt eines Pokémon. Das ist ja schon sehr interessant. Aber Hubbelluff ist jetzt auch nicht ganz so cool. Oh ne. Gut, habt ihr Ei gesammelt. Perfekt. Dann können wir ja weitergehen. Da sind Items, ganz, ganz viele und ein Dodo. Ein Dodo-Schirm. Aquarelle, gut gemacht, Anton. So, kommst du in mein Team? Ja, nice. Nice, nice, nice. Ja. Dudu begleitet nun das Team. Da haben wir Geld. Hier oben ist auch nochmal Geld. Geld ist echt cool in dem Spiel. Ah, die kommen da unten raus. Ich gehe aber oben her. Und schnappe mir schnell die Beute. Aber die kommen schon. Okay, da müssen wir jetzt warten. Oh. So wollte ich nicht warten. Ja, mach mal weiter. Ja, Akku-Klare, Body-Shake, da ist der leider schon weg. Okay. Also diese Aquavelle, ne? Die ist ein bisschen OP. Die ist ein klein wenig OP. So. Oh Gott, das ist gar nichts. Wie? Okay, das ist echt nichts. What the fuck? Was ist das hier für ein Viech? Ein Giflor. Gut. Kommst du in mein Team? Nee, schade. Wäre auch zu schön gewesen. So, was haben wir hier unten für ein schlafendes? Hallo, Giflor. Gute Nacht. Oh nee. Oh nee, jetzt bin ich paralysiert. Okay, Dodo macht es einfach. Dodo hat es da. Oh Gott, schneller. Kommt ein Pokémon von oben. Ebene 3. Wir gehen mal rechts lang. Oh, da ist die Treppe. Perfekt. Perfekt, ja. Möchte weitergehen. Riesenschlucht. Oh, ein bisschen Geld wieder aufgesammelt. Was haben wir da? Oh, ein Karpilz. Karpilz will ich haben. Komm, Karpilz. Ich will dich in meinem Team. Ah, schade. Schade. Oh, ein Apfel. Den Apfel nehme ich mit. Man weiß ja nie, wann man mal was zu essen braucht. Oh, ein Wampi. Oh, süß. Kann ich das jetzt mit ins Team nehmen? Oder habe ich das schon im Team? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Schade. Da unten ist ein Markt. Anton, kommst du mal wieder? Danke. Hallo Wampi, da bist du ja wieder. Hast du mich vermisst? Bist du doch in meinem Team? Oh Gott, Anton. Mann, Anton. Du raubst mir auch jede Chance in irgendein Team. Was ist denn das da unten? Ein kampfunfähiges Dingsibums gab es doch hier nicht, oder? Ich geh mal kurz gucken, was das da ist.
Natürlich, nachdem ich noch Tuschka da besiegt habe. So. Oh Gott, wieso verfehlen die alle? Okay. Ach, what the fuck. Okay, Kick Leon. Viel Spaß mit deinem Hammermarkt. Ist ja beängstigend. Echt beängstigend. So. Oh ne. Oh gut. Du gab's. Ich dachte schon, ich würde jetzt komplett weit weggeschleudert. Okay, was ist da unten? Ein Vampi. Alter Anton. Du bist einer. Komm, Vampi, mit in mein Team. Nee, ach man. Manu. Da haben wir Geld und ein Karpilz. Dich will ich haben. Komm, Karpilz. Komm. Oh, Anton. Ach, Anton. Ich hasse dich. Ich hasse dich langsam echt, ne? Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich gerade hasse. Mann. Palenia, was soll das? Ich möchte hier Pokémon rekrutieren und du tötest sie alle. Oh ne, Anton, hör auf. Ich mach das jetzt hier. So, Zuckieb und Doppelkick. Schade. Wieso geht die da alle drauf? Ich will es nicht verstehen. So, was schläft da ein Natuski? Komm, ich greif's an. Oh, oh, Anton. Anton, hör auf. Hör bitte auf. Mann. Hört alle auf. Ihr seid... Ne. Kakteen mit Leder hier. Und Karpitz. Ich will das Karpitz haben. Hi, Karpitz. Megasauger. Das tat weh. So wie Antons Aqua-Dingsy. Die schon wieder alles versaut. Alles versaut. Fassade. Och, Anton. Alter, ne. Ne, das werden wir jetzt nicht sagen. Oh, ich brauch was zu essen. Ein Apfel. Essen. Moritz. So, Sammelbox. Und ein Top-Ether. Ich hätte gerne mein Blut wieder. Danke. So. Hallo Noctuska. Ich weiß, du bist jetzt wahrscheinlich eh tot, weil Anton sich einmischt. Nee, tust du nicht. Sehr gut. Sehr gut. Oh, schnell die Treppe hoch. Ebene 8, Ebene 13 mussten wir, glaube ich. So, noch Tuska, hi. Oh, Absorber. Aua, aua, das tut weh. Gut. Weg mit dir. Weg mit dir und dich will ich mal in meinem Team haben. Aber du bist schon wieder tot. Ist das da unten? Ein Ariados. Oh, cool. Cool. Kämpfer bis... Aua. Also, das tat schon ein bisschen weh. Okay, da konnte ich noch nichts machen. Jetzt aber. Oh, oh, oh. Hallo, Anton. Ich war dran. Eindeutig war ich dran. Diese Mechanik hier im Spiel. Und wieso läuft Dodo weg? Dodo irgendwie... Und ich bin erstaunt. Komm. Was, es lebt noch? Aua. Kacke. Und ich sag, ich will vorsichtiger spielen. Mini-Beleber. So, jetzt aber. Komm bitte in mein Team. Mann. Und wieso macht der da nichts? Oh oh. Pizza? Okay. Hast es nochmal geschafft. Sehr gut. Ja, Glut. Nice. So, Prisisphäre, was da oben? Das nehmen wir auch mit. Kastanienfalle gehen wir nicht drauf.
gab früher, glaube ich, auch solche geschälten Kastanien. Aber es kann auch sein, dass es das erst in Pokémon Zeit und sowas gab. Ich weiß nur nicht mal, was die gemacht haben. Oh, Treppe, perfekt. Perfekt, noch zwei Ebenen oder so. Tane, komm. Wir wollen uns nicht trennen. Oh, ein Tauros. Aua, das tat echt weh. Okay, es ist weg. Glück gehabt. Oh, nee. Anton. Okay, ich mach das mal bitte. Anton, komm, Aquaknarre. Hast du keinen Aquaknarre mehr? Doch. Ich kann mich doch auf dich doch verlassen. Ein Hundämon, okay. Blut, Doppelkick. Jaula, okay. Oh Gott, hatte ich ein bisschen Angst. A little bit Angst. So, Treppe. Oh Gott, ich brauche schon wieder was zu essen, oder was? Nee, komm. Ein Tauros. Body Jig. Blut. Ja, cool. Tauros. Wir haben, glaube ich, schon eins, ne? Aber ist nicht schlimm. Ja. Vielleicht brauchen wir es noch. Da, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ich weiß, dass man irgendwie so wechseln konnte. Deswegen nehme ich jetzt Enton, weil der hat noch vollen Magen. Und ich habe nämlich keinen Apfel mehr. Dann spare ich mir diese komischen Zweier, die man sich essen kann. So, da ist die Treppe, zum Glück. Und da gehen wir mal schnell drauf. Da wären wir. Wir haben es bis ganz da oben geschafft. Das ist also der Berg der Vorzeit. Schau mal dort drüben. Moritz. Oh. Ist das Sato? Ja. Entschuldigung, bist du vielleicht Sato? Mhm. Hallo. Vielleicht kann er uns nicht hören. Hallo. Hallo. Es ist zwecklos, er reagiert einfach nicht. Vielleicht ist er ja im Stehen eingeschlafen. Was machen wir denn jetzt? Kitzle ihn doch mal. Was? Kitzeln? Gut, ein Versuch ist es wert. Kitzel. Alter Schwede. Oh Gott, ich hab's. Das nützt nichts, Moritz. Er reagiert nicht. Er kichert. Hihihihi. Es hat funktioniert, er lacht. Vielleicht ist er einfach etwas langsam. Die Sonne. Sie versinkt im Horizont. Fürwahr, mein Name ist Tatu. Ihr habt meine wahre Identität erkannt. Ich sehe Außergewöhnliches in euch. Identität erkannt? Das ist vielleicht etwas übertrieben. Keineswegs. Ich weiß es genau. Du bist kein gewöhnliches Pokémon. Du bist ein Mensch, nicht wahr? Was? Woher hast du das denn erkannt? Boah. Ich bringe die Tage damit zu, den Stand der Sonne zu verfolgen. Deshalb habe ich die Gabe, alles zu erkennen. Ich sehe die Vergangenheit und auch die Zukunft. Wenn du etwas weißt, dann sag es uns bitte, Sato. Das hier ist mein guter Freund Moritz. Eines Morgens ist er aufgewacht und war ein Pokémon. Ohne Erinnerung an sein Leben als Mensch.
Satu, du kannst uns etwas dazu sagen, oder? Bitte erzähl uns, was du weißt. Naturkatastrophen. In letzter Zeit gab es derer viele. Sie geschehen, weil das Gleichgewicht der Welt gestört ist. Deine Verwandlung in ein Pokémon, sie hängt untrennbar mit diesem Ungleichgewicht zusammen. Dass Moritz ein Pokémon wurde, hängt mit der Naturkatastrophen zusammen? Was? Wie meinst du das? Was hat Moritz mit den Katastrophen zu tun? Wie hängt das Ganze zusammen? Warum schweigst du plötzlich? Komm schon, erklär's uns! Ich fürchte, es gibt Dringenderes. Das Gleichgewicht der Welt, es muss wiederhergestellt werden. Oder das Undenkbare wird unsere Welt heimsuchen. Oha, ich habe gerade Halsschmerzen, ey. Was? Meinst du das ernst? Etwas Undenkbares wird die Welt heimsuchen? Jeden Tag sehe ich dieselbe Zukunft. Ich fürchte sie. Satu. Ich fürchte sie. Die Zerstörung der Welt. Die Zerstörung der Welt? Muhahaha, wer hätte das gedacht? Dieser Moritz ist also ein Mensch. Interessant, sehr interessant. Muhahaha. Weiß das nicht eh jeder? So gefühlt weiß das so jeder. So, Regenbogengummi, okay. Ja, ein Dodo. Oh cool, Dodo können wir sogar mitnehmen. Ne, möchte ich nicht. Taurus haben wir schon. Nein, möchte ich nicht. Du kannst mir lieber dein Geld geben, Taurus. Wow, für 13 Ebene gibt es mir nur 150. Das ist schon ein bisschen traurig, würde ich sagen. Oh ne, jetzt spricht Palenia wieder. Guten Morgen, Moritz. Geben wir auch heute wieder unser Bestes. Aber vorher muss ich dich etwas fragen. Was hältst du von dem, was Zato gestern gesagt hat? Bereitet dir das Sorgen? Ja, schon etwas. Ja, das dachte ich mir schon. Das Gleichgewicht der Welt ist gestört. Und es soll etwas damit zu tun haben, dass du zu einem Pokémon wurdest. Außerdem ist dieses Ungleichgewicht für die Naturkatastrophe verantwortlich. Und das Schlimmste daran ist, die Welt soll zerstört werden, wenn das Gleichgewicht nicht wiederhergestellt wird. Ich möchte helfen, aber eine Sache verstehe ich nicht. Dieses Gleichgewicht der Welt. Was ist das denn genau? Weißt du vielleicht, was das bedeutet? Keine Ahnung. Oh, verstehe, das dachte ich mir schon. Du kannst das natürlich auch nicht wissen. Ich habe absolut keine Ahnung, was das Gleichgewicht der Welt sein soll. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was wir jetzt machen sollen. Na gut, ich denke, wir sollten einfach tun, was wir können. Eins nach dem anderen. Oh, wir haben keinen Post bekommen, Leute. Ach man, das ist ja traurig. Boah, dann gehen wir mal. Das Loch wurde zugeschüttet, damit kannst du gerade nichts anfangen. Hallo, was soll das denn? Hallo, wer schüttet denn hier das Loch zu? Worüber reden die da? Ja, ich bin schockiert. Ich dachte immer, das sei nur eine Legende. Aber kann sie wahr sein? Das wäre ja kaum zu glauben. Hallo, worüber redet ihr denn? Ihr kennt doch die Legende von Vulnona. Na, ihr wisst schon, diese alte Geschichte. Die Legende von Vulnona? Was für eine Legende ist das? Was? Ihr kennt die nicht? Diese alten Märchen, dass man verflucht wird, wenn man einen von Vulnonas Schweifen berührt. Alle dachten, das sei nur eine Legende. Aber in letzter Zeit wird gemunkelt, dass doch was Wahres dran sein könnte. Naja, es ist immer noch nur ein Gerücht. Ich an eurer Stelle würde nicht viel darauf geben. Von Gerüchten halte ich persönlich nicht viel. Wenn ihr mehr über die Legende von Vulnona erfahren wollt, dann solltet ihr einen Pokémon namens Velsa fragen. Er kennt die Geschichte gut. Ihr findet ihn da drüben, in seinem Teich. Besucht ihn doch mal, wenn ihr mehr wissen wollt. Okay, das machen wir. Ich weiß zwar immer noch nicht, wieso die meinen
Tunnel da zugeschüttet haben. Oh, Raupi ist auch hier. Hi, Raupi. Belsa hat uns alte Geschichten erzählt. Das war toll. Oh, schön. Hallo, Belsa. Hohoho, ho, ich bin der Weihnachtsmann. Ich soll euch von alten Legenden erzählen. Oh, wie war das? Ihr wollt die Legende von Vulnuna hören? Genau. Hohoho, ho, 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 ich bin der Weihnachtsmann. Also gut, Räusper. Es lebte einst ein Pokémon, das den Namen Vulnuna trug. Vulnuna hatte 9 Schweife, die ihn übernatürliche Kräfte inne bewohnten. Es hieß, dass der Unglückliche, der einen davon berühren sollte, für 1000 Jahre verflucht werde. Dennoch war jemand töricht genug, einen der Schweife zu packen. Dieser jemand war auch noch ein Mensch. Ein Mensch? Ja, ein Mensch. Wie vorhergesagt sollte diesen Menschen ein 1000-jähriger Fluch treffen. Aber in dem Moment, als der Fluch den Menschen hätte treffen sollen, da schützte sie ihn ein Pokémon namens Gardevoir. Sie opferte sich und nahm den Fluch auf sich. Aber warum? Warum hat Gardevoir den Platz des Menschen eingenommen? Dieser Mensch war Gardevoirs Partner. Zwischen Menschen und Pokémon können sehr starke Bande bestehen. Verstehe. Aber es gibt doch auch schlechte Menschen, oder? Sehr richtig. Aus Mitleid mit Gardevoir wandte Vulnuna sich an den Menschen. Möchtest du Gardevoir retten? Fragte er. Doch der Mensch ließ Gardevoir im Stich und floh. Vulnunas Enttäuschung war so groß, dass er furchtbar wütend wurde. Und er sagte Folgendes voraus: Eines Tages wird dieser Mensch als Pokémon wiedergeboren. Wie bitte? Ein Mensch als Pokémon? Und wenn dieser Tag kommt, dann wird die Welt aus dem Gleichgewicht geraten. Oh, meint er mich? So endet die Legende. Na, hat euch die Geschichte gefallen? So, ihr fandet sie so interessant, dass euch die Worte fehlen. Was? Hohoho, ich bin der Weihnachtsmann. Jetzt schaut doch nicht so ernst rein, ihr beiden. Es gibt zwar tatsächlich einige, die behaupten, dass die Legende wahr sei, aber das Ganze ist doch wirklich nur ein altes Märchen, nichts weiteres. Wenn ihr die Geschichte noch einmal hören möchtet, dann kommt zu mir. Hohoho, ich bin der Weihnachtsfisch. Ja, sehr, sehr interessante Geschichte. Er meint wahrscheinlich uns. Wieso uns? Mann. Mann. Ja, die haben nichts mehr zu labern. So, wir haben aber Geld. So, Geld können wir locker ausgeben. Campliste. Was haben wir denn noch nicht? Wir haben 900. Können wir uns damit überhaupt was der den Kaulquappen teilt? Das heißt, wir könnten vielleicht Quapsel anholen. Wäre cool. Ja, auf jeden Fall cool. Tralala, ich habe für alle was da. Supi. Ne, mehr Geld habe ich nicht. So, dann gehen wir nochmal hier gucken. Infobrett. Riesenschlucht haben wir jetzt auch. Nice. Donnerberg ist viel. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt nochmal einen Donnerberg-Dings. Ja, damit kannst du gerade nichts anfangen. Hallo, Dick da? Papa hat gesagt, dass er mal auf dem Meer war. Heißt das etwa, Papa kann schwimmen? Oh, du, Moritz, kannst du schwimmen? Ja, kann ich. Oh, du kannst also auch schwimmen. Also gut, ich werde es auch lernen. Dick da, kannst du nicht hier meinen Tunnel wieder ausgraben? Das finde ich ja gemein. Mann, ey. Was mache ich denn jetzt hier? Link-Attacken möchte ich eigentlich erstmal nicht. Okay, es kommt jetzt bestimmt irgendwas Böses. Hör mal, Moritz. Sollen wir für heute Schluss machen? Irgendwie ist mir das gerade alles zu viel. Okay, dann machen wir für heute Schluss. Es tut mir leid, dass ich nach Hause will, bevor wir überhaupt richtig los sind. Aber ich fühle mich so gar nicht motiviert. Vielleicht liegt es an dieser Legende. Ich werde nach Hause gehen und versuche, mich ein bisschen auszuruhen. Bis morgen dann. Tschüss, Anton. Moritz, es tut mir so leid. Ich habe kurz an dir gezweifelt. Aber ich habe nachgedacht und bin zu einem Entschluss gekommen. Ich glaube an dich, Moritz.
So einen Freund wie dich gibt es nur einmal. So einen guten Freund hatte ich noch nie. Also gut, Moritz, geben wir morgen wieder unser Bestes. Oh, wie cute war das denn? Oh Gott, jetzt kommt ein Traum. Schon wieder. Da ist es wieder, dieser Traum. Immer dieselbe Silhouette. Wie kann das sein? Also ich erkenn's. Oh, es sagt etwas. Ich kann es immer noch nicht verstehen. Aber es ist besser zu hören als beim letzten Mal. Ich versuche mit ihm zu sprechen. Hallo, bitte rede mit mir. Wer bist du? Ich? Nee, warte, wie würde ein Gardevoir sprechen? Ich bin Gardevoir. Gardevoir? Oh, das hat mich jetzt erschreckt, deswegen bin ich aufgewacht. Oh, doch nicht. Ich bin so froh, endlich! Endlich begegnen wir uns! Hä? Endlich begegnen wir uns? Du kennst mich? Was weißt du über mich? Ich bin dein... Nein, warte! Bleib noch! Oh... Ich möchte mehr erfahren. Oh nein, es verschwindet! Ach, schade. Am nächsten Morgen... Kommt bestimmt Gengar jetzt langsamer. Was für ein merkwürdiger Traum. Es war der Traum, den ich habe. Aber dieses Mal war er etwas klarer. Ich glaube, ich weiß jetzt, welches Pokémon mir im Traum erscheint. Genau, Gardevoir. Es war Gardevoir. Da fällt mir ein, was Welser uns gestern erzählt hat. Ja, ein Mensch. Wie vorhergesagt, sollte diesen Menschen ein 1000-euriger Fluch treffen. Aber in dem Moment, als der Fluch den Menschen hätte treffen sollen, da schützte ihm ein Pokémon namens Gardevoir. Sie opferte sich und nahm den Fluch auf sich. Aber warum? Warum hat Gardevoir den Platz des Menschen eingenommen? Dieser Mensch war Gardevoirs Partner. Zwischen Menschen und Pokémon können sehr starke Bande bestehen. Vielleicht war ich ja Gardevoirs Partner. Vielleicht habe ich damals Gardevoir im Stich gelassen, als der Fluch sie traf. Und vielleicht wurde ich deshalb in ein Pokémon verwandelt. Oh Mann, jetzt geht's mir schlecht. Noch schlechter als gestern. Hä? Wo ist Anton, Alter? Morgen, Moritz! Oh, du bist etwas blass. Hast du schlecht geschlafen? Reib dir die Müdigkeit aus den Augen. Lass uns wieder unser Bestes geben. Ach übrigens, ich habe gehört, dass eine Versammlung auf dem Pokémon-Platz stattfinden soll. Ob etwas passiert ist? Oh nein, ich muss mir doch meine Stimme schonen. Anton, ich will da nicht hin. Können wir zum Donnerberg erst? Können wir nach links? Bestimmt auch nicht, ne? Schade. Und Diktatunnel können wir auch nicht. Okay. Okay, alle sind weg. Alle sind weg. Irgendwie hat sich die Atmosphäre in der Stadt verändert. Vielleicht ist etwas passiert. Moritz, wir sollten das mal überprüfen. Sieh mal, sie haben sich alle dort versammelt. Lass uns mal hingehen. Hallo, ist etwas passiert? Ich sage euch, ich war völlig baff. Es ist wirklich alles wahr. Was es war? Die Legende von Winona. Ich hatte Gerüchte ja nie geglaubt, deshalb war ich ganz schön schockiert, als ich die Wahrheit erfuhr. Moritz Palenia! Oh, hallo Raupi. Du bist ja auch hier. Ja. Psst! Ruhe! Ich will hören, was der Typ da zu erzählen hat. Seid ruhig! Wer redet denn da? Das ist Gengar. Ja, war klar, Gengar.
Also, ich bin zum Berg der Vorzeit. Und da sah ich es. Das war der absolute Hammer, sage ich euch. Der absolute Hammer? Da war ein Pokémon, das Zato um Rat gefragt hat. Und dieses Pokémon, ja? Also, das sieht aus wie ein gewöhnliches Pokémon. Aber von wegen. Es ist kein Pokémon, sondern ein Mensch. Was? Also, ist es wahr, ein Mensch, der in ein Pokémon verwandelt wurde? Und da ist noch mehr. Zato hat dem Menschen erzählt, dass seine Verwandlung in ein Pokémon das Gleichgewicht der Welt gestört hätte. Augenblick mal. Das ist doch wie in der Vulnona-Legende. Aber das ist immer noch nicht alles. Das haut euch um. Ihr wisst ja von den vielen Naturkatastrophen in letzter Zeit, oder? Zato hat behauptet, diese Katastrophen kommen daher, weil das Gleichgewicht der Welt gestört ist. Und wenn nicht bald das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, dann wird mit der Welt das Undenkbare geschehen, das hat Zato gesagt. Was? Die Welt, das Undenkbare wird geschehen? Was sollen wir nur tun? Dieser Gengar, er versetzt alle absichtlich in Angst und Schrecken. Na, Leute, kein Grund zur Panik. Ich denke, es gibt einen Weg, etwas dagegen zu tun. Was können wir tun? Nun, die Lösung für das Problem ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein Mensch dazu ein Pokémon wurde, das Gleichgewicht der Welt zerstört, na, dann müssen wir doch alles wieder normal werden, wenn der Mensch weg ist. Stimmt's oder habe ich recht? Das ergibt Sinn. Wenn man so darüber nachdenkt, vielleicht hast du wirklich recht. Und schließlich ist dieser Mensch der fiese Feigling, der Gardevoir im Stich ließ. Ich glaube, der Mensch kann uns nichts vorwerfen, wenn wir ihn loswerden wollen. Ist es nicht so, Moritz? Was? Das kann nicht sein. Du bist der Mensch? Ist das wahr? Antworte! Wartet! Dafür gibt's doch bestimmt eine Erklärung. Wir fragen nicht dich, wir fragen Moritz. Ey Moritz, also, was ist jetzt? Bist du wirklich der Mensch der Legende? Ich nehme das untere. Moritz. Muhahaha. Du hast wohl nichts zu deiner Verteidigung zu sagen, was, Moritz? Tja, sein Schweigen sagt alles, meine lieben Pokémon-Freunde. Lass uns Moritz loswerden und wieder Frieden finden. Wie bitte? Was ist nur in euch gefahren? Was habt ihr vor? Oh Gott, Raupi ist auch komplett verzweifelt. Moritz, lauf! Und ist ja gar nicht lustig. Geschieht ihnen recht, muhahaha. Was für ein Schreck! Dass die Stimmung plötzlich so umschlagen würde, hätte ich nicht erwartet. Es wäre nicht gut ausgegangen, wenn wir noch länger da geblieben wären. Aber weißt du, Moritz, warum hast du überhaupt nichts dazu gesagt? Warum hast du ihnen nicht erklärt, dass sie den Falschen haben? Du hättest ihnen sagen sollen, dass du nicht der Mensch aus der Vulnona-Legende bist. Hör mal, Palenya. Nun sag schon was. Wollen wir das Team auflösen? Was ist los mit dir? Wie kommst du da denn plötzlich zu? Unser Retterteam auflösen, so etwas sieht dir gar nicht ehrlich, Moritz. Was bedrückt dich wirklich? Du hattest einen Traum? Und Gardevoir kam darin vor? Und deshalb glaubst du, du könntest der Mensch aus der Legende sein? Ich verstehe. Hör mal, Moritz. Du kannst dich nicht daran erinnern, wie du als Mensch warst, stimmt's? Du weißt also nicht, was wirklich passiert ist. Ich glaube fest an dich, Moritz. Und das weißt du auch, oder? Daher... Oh! Gott, ich glaube, wir müssen weglaufen, mein Gott. Nach dem Vorfall auf dem Pokémon-Platz haben wir eine Versammlung abgehalten. Wir besprachen, was zu tun sei, um die Welt zu retten. Es wurde ein Beschluss gefasst. Wir müssen dich loswerden. Das ist nicht dein Ernst! Ich wollte es zunächst auch nicht glauben. Ich hatte gehofft, es würde nicht dazu kommen. Aber wir haben keine Wahl. Wir werden dich mit all unserer Kraft bekämpfen. Wir sollen hier kämpfen? Wir gewähren dir eine Nacht. Hä? Pack deine Sachen und verlass diesen Ort. Vom morgigen Tag an werden Retterteams aller Art auf der Jagd nach dir sein.
und sie werden dich ohne zu zögern angreifen. Und nicht nur dich. Jeder, der Moritz begleitet, wird als Feind betrachtet. Die Jäger werden euch ohne Grund angreifen. Das gilt auch für uns. Wir werden uns ebenfalls an eure Fersen heften. Auch wenn es noch sehr, sehr weh tut. Ihr müsst fliehen. Flieht, flieht und überlebt. Ihr werdet fliehen müssen, bis ihr die Wahrheit herausfindet. Simsala, wenn wir uns das nächste Mal begegnen, gibt es keine Gnade. Lebt wohl. Oh, jetzt beginnt die Story erst richtig zum Überlaufen. Moritz, hast du das gesehen? Das Team von Simsala hat auch Vertrauen in dich. Habe ich es dir nicht gesagt? Ich mache mir keine Sorgen mehr. Was auch passieren wird, ich glaube an dich, Moritz. Und auch wenn uns andere Retterteams angreifen, ich werde keine Angst haben. Und was sollen wir dann machen, wenn du nicht an dich selbst glaubst, Moritz? Moritz. Oh. Raupi. Moritz, ich habe dir etwas versprochen, weißt du noch? Dass wir hier eine Basis errichten würden, dass ich euren Retterteam beitreten würde, wenn ich mal groß bin. Moritz, gib nicht auf. Du bist für mich ein Vorbild. Ich glaube an dich. Und was sagst du dazu? Ich werde mein Bestes geben. Ich werde mein Bestes geben, Leute. Genau, das ist die richtige Einstellung. Das gefällt mir schon viel besser. So kennen wir dich, Moritz. Also gut, wir sollten jetzt erstmal verschwinden. Aber wir kommen ganz bestimmt wieder. Und wir werden die Wahrheit ans Licht bringen. Morgen, Moritz. Ich wusste, dass du schon früh wach sein würdest. Bist du bereit? Können wir los? Ja. Gut, dann kann es ja losgehen. Von jetzt an sind wir auf der Flucht. Ich fürchte, dass wir eine sehr gefährliche Reise haben werden. Ich will unsere anderen Mitstreiter nicht in die Sache verwickeln. Sagen wir ihnen besser nichts davon. Wir gehen lieber allein. Wir müssen vor den anderen Retterteams flüchten. Sie dürfen uns nicht erwischen. Ja, wir müssen fliehen. Wie Simsala sagte. Boah, immer diese Rückblenden. Auch wenn es nicht so sehr weh tut, ihr müsst fliehen. Flieht, flieht und überlebt. Ihr werdet fliehen müssen, bis ihr die Wahrheit herausfindet. Ja, wer oder was bin ich? Solange ich die Antwort nicht gefunden habe, muss ich durchhalten und fliehen. Selbst wenn das bedeutet, bis ans Ende dieser Welt laufen zu müssen. In Ordnung, brechen wir auf. Moritz. Oh oh. Raupi. Und Safkorn. Oh, und sogar Papunga. Wow, bin ich froh, wir haben es rechtzeitig geschafft. Wir wollten uns noch von dir verabschieden, Moritz. Ich auch. Oh, Dicta. Guten Morgen, ich bin's, Dicta. Ich wollte mich auch von euch verabschieden. Ihr alle. Flap, flap. Oh, Pelipap kommt auch und sagt Tschüss. Oh. Klonk. Okay, gibt uns nur Post. Schade. Das ist ein Brief. Moritz, kannst du ihn vorlesen? Ja, kann ich. Moritz liest den Brief. Vielen Glück. Jetzt heißt es für eine Weile Abschied nehmen. Aber nur bis zu dem Tag, an dem ich dir wieder die Post bringe. Bis dahin werde ich auf dich warten. Der fliegende Postbote Pelipa. Oh, sogar Pelipa. Oh, danke euch allen. Die anderen Pokémon werden bald aufwachen. Ihr müsst gehen. Beeilt euch. Jawohl. Moritz, gehen wir. Passt auf euch auf. Wir warten auf euch beide. Vielen Dank. Wir kommen wieder. Versprochen. Bis dahin, alles Gute. So. Okay. Und so begann für Moritz die Flucht ins Ungewisse, voller Gefahren und Entbehrungen. Oh, da hatte ich kurz einen Schluck auf. Über zerklifftes Gebirge. Wow, hier gibt es aber eine Tiefe. Wow. Und brennenden Felder. Feuer, Feuer. Die Natur ist auch hier außer Kontrolle geraten. Die Waldbrände wüten noch immer. Auch in der realen Welt. Doch alle Gefahren zum Trotz hielt sich das Team von Moritz wacker. Unverzagt und tapfer marschierten sie weiter.
wunderbaren Kristallhöhle. Puh, wir sind wirklich weit gelaufen. Mir kam ein Gedanke, als wir unterwegs waren. Alle möglichen Orte sind von der Naturkatastrophe betroffen. Ich bin mir sicher, dass viele Pokémon deswegen in Schwierigkeiten stecken. Ich wünschte, wir könnten wieder als Retterteam arbeiten und ihnen helfen. Entschuldige, ich reiße mich zusammen. Jetzt müssen wir erst einmal fliehen. Oh, ich höre Stimmen. Ich glaube, sie sind da lang. Sie können uns nicht entkommen. Nicht uns allen. Wir müssen Moritz schnell finden. Nein, sie haben uns etwa schon eingeholt? Moritz, wir gehen besser schnell weiter. Och man, ich wollte zum Kangama-Lager-Dingsi. Und ich wollte den Part eigentlich beenden, weil ich dachte, das ist ein guter Abschluss. Schade. Dann muss ich halt Lapis-Höhle noch machen. Dann wird das hier etwas längerer Part. So, ein Apfel ist sehr, sehr wichtig. Ein Nidoran. Nidorina. So hieß das Ding. Oh Gott, verfehlt. Bitte verfehlen nicht nochmal. Wir haben auch keine Link-Attacke, ja. Das könnte jetzt doch etwas schwieriger werden als erhofft. Oh, ein Zubat. Ein Zubat. Oh nein. Bitte kämpf mal. Gut gemacht. Gut gemacht. Hier haben wir ein Orb. Was ist das? Ein Stopper-Orb. Aua. Schlafsamen, okay. Die haben früher irgendwie nie bei den Bossen gewirkt. Das fand ich immer ein bisschen schade. Vielleicht klappen die hier. Müssen wir dann auch mal ausprobieren. So, Lapis-Höhle. Ich habe keine Ahnung, wie lang der Dungeon hier war. Das ist so lange her. Ich meine, früher hieß sie gar nicht Lapis-Höhle, sondern Kristallhöhle. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Weil wieso sollten sie es umbenennen? Was ist das da? Was hat Palenia? Linkbox. Ah, cool, eine Linkbox. Kann man es manuell einstellen. Ganz, das ist cool. Oh. Ja, mach du mal. Oh, daneben. Palenia. Bitte. Mach weg. Oh, gut, daneben. Oh. Palenia, es tut mir leid. Oh Gott, es tut mir echt leid, Palenia. Oh nee, jetzt ist Palenia tot. Oh Gott, das wird ja hier wieder ein Dungeon werden. Da muss ich ja hier jetzt nur noch fliehen. So, wir gehen mal hier weiter. Und dann nach unten. Da hätten wir Geld. Da hätten wir einen Apfel. Den Apfel würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Gut, er setzt Heuler ein. Dann kann ich weitergehen. Von oben. Oh Gott, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Okay, ich muss langsam kämpfen. Ich muss langsam kämpfen. Mir bleibt keine andere Wahl. Und wehe, ich vergeige. Nee, tue ich nicht. Gut. Gut, 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 gut. Bei der Sicht wäre es eigentlich cooler gewesen, wenn man die Pokémon auch nicht sehen würde auf der Karte. Oh Gott. Hier kommen überall Viecher. Oh nein. Von vorne jetzt auch, oder was? Okay. Sammelbox. Haben wir kein Dingsi? Nee, haben wir nicht. Okay. Dann komm mal. Oh, ein Illuminise, oder wie das hieß. Fassade. So. Was war das? Illumise. Ja, Illumise. So, Level 19. Oh, Flamme. Oh, endlich mal eine bessere Attacke. Ich raste aus. Direkt fällt im Blicklicht. Okay. Oh, er macht aber weniger Schaden. Doppelkick will ich eigentlich nicht. Ja, oder? Macht das mehr Schaden? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Da ist die Stärke so. Da wäre die nur so. Ja, ich verstehe dieses komische rechte Balken da nicht. Ich würde mal sagen, wir machen einfach Ruckzucki weg. Ich würde mich Flammenrad gerne ausprobieren. So, da ist auf jeden Fall ein Item irgendwo. Das heißt, hier ist ein Raum.
Gut, weiter geht's. Oh, Illuminise. Ach Gott, jetzt hab ich... Komm, Flammenrad. 30, okay. Macht auf jeden Fall mehr als Tackle. Geschafft. Oh ne, es kommt zurück. Was ist es? Ein Illuminese. Flammenrad. Kameradschaft, okay. Wir machen trotzdem Flammenrad. So, hier ist auch nichts. Heißt da hinten irgendwo. Ach nee, er kommt zurück. Ist aber... Bitte kein Gift. Silberblick, okay. Geht noch. Energiefokus, okay. Noch haben wir Glück. Aua. Nein. Oh mein Gott. Wir haben verloren, Leute. Und deswegen wollte ich eigentlich vorher noch ins Kangama-Lager. Aber das durften wir nicht. Autsch, wir haben es nicht geschafft. Ich denke, wir waren etwas zu sorglos. Was wohl mit den Pokémon ist, die uns verfolgt haben? Sind sie vielleicht noch im Dungeon? Wir meinen sie besser. Lass uns schnell von hier verschwinden. Items-Lager. Ach, ich habe jetzt keine Items mehr. Okay. Items entnehmen. Ah, guck mal, da haben wir auf jeden Fall alles. Was macht denn das Goldband? Achso, kann man einfach nur teuer verkaufen. Okay. Dann, ah warte, wir haben ja hier auch Regenbogen-Dinger, ne? Ich würde gerne... Wieso? Achso, in Retterteam-Camps. Okay, okay, dann nicht. Oh, dann gehen wir nochmal rein. Dann gehen wir einfach nochmal rein. Zur Lapis-Höhle. Ah, es gibt auch einen Felspfad. Achso, der Felspfad ist aber, glaube ich, nur zum Trainieren. Soweit ich das noch weiß. In jeder Höhle gab es hier, glaube ich, so ein Felsdings. So, Flammenrad. Oh ne. Schon wieder Superschall. Boah, als ob Super so viel überlebt. Ich glaube, wir müssen jetzt hier echt ein bisschen vorsichtiger umgehen. Oh ne, den treffen wir doch direkt. Ja, hi. Oh, Aquavelle. Hat natürlich wieder überlebt. Level up für Palenia. Nice. Mein Level ist gestiegen. Ja, cool. Luxusbox ist auch ganz cool. Okay, wir können da doch hergehen. Hier ist die Treppe, nice. Ich weiß echt nicht, wie viele Ebenen diese Lapis-Höhle hat. Ich hoffe nicht allzu viele. So. Da kommt irgendwas auf jeden Fall. Ein Nidorino. Nee, ist kein Nidorino. Sein Nidorana. Herr Nidorina. So hieß das, glaube ich. Da haben wir auch ein Orb. Blut und Aquavelle. Und es lebt einfach immer noch. Gut, weg mit dir. Der Star-Orb. Oh Gott. Sammelbox. Wir nutzen jetzt einfach ein Orb. Einsetzen. So, komm. Schnell weg hier. Ich habe keine Lust, zweimal paralysiert zu werden. Oh mein Gott, ey. Guck mal, wie die da oben immer noch stehen. Also das hält wohl sehr, sehr lange. Oh, da ist die Treppe. Eine Maronbeere. Okay, die will ich nicht. Ich will nur raus. Okay, dann nehme ich sie doch mal mit. Man weiß nie, wann man mal sowas gebrauchen kann. Oh, Ebene 3. Oh ne, ich hasse diese Zubats, ey. Gut, eine verwirrt. Sehr gut gemacht. Wir gehen trotzdem hier unten her. So. Was haben wir hier? Ein Äther. Sehr gut.
ich weiß nicht. Okay, die gehen einfach weiter. Dann gehen wir da auch mal hinterher. Wird schon funktionieren. Oh, da ist die Treppe. Was ist denn da links? Oh. Da ist irgendeine Same. Sichtsame, okay, die ist nicht ganz so cool. So, das Geld schnappen wir uns. Und weiter geht's. Oh, Wettereffekte. Gehen mal links her. Hier ist auf jeden Fall. Hier ist ein Nidorino. Ja, Blut. Blut. Ne, Flammrad. Geschafft. Okay, was ist das? Ein auch B1. Okay. So, wir gehen hier oben her. Au, 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 aua. So, und dann heute. Achso, wir haben kein Georock. Okay. Dann nicht. Und Loot. Komm. Gut gemacht. Aber du zergiftet. Das ist nicht ganz so cool. Vielleicht ist hier unten die Treppe. Ich hoffe es. Ja, da ist sie. Da ist die Treppe. Schnell weiter. Da unten ist ein Shop. Ja, du machst Aquaknarre. Und ich mache Blut. Oh, verfehlt. Okay, ich mache gar nichts. Au, 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 aua. Doppelkick kann schon rein trollen. Hallo, hast du eine Lebersame da? Oh, eine Schlafsame. Ach, die brauchen wir jetzt nicht. Unbedingt. Schade. Ich dachte, du hättest etwas Nützlicheres. Hier, Blut. Oh, gut. Oh. Mann, oder ein Apfel. Ein Apfel wäre auch gut gewesen, Kekleon. So, da ist die Treppe. Was haben wir hier? Eine Schlafsame. Ich würde mal ganz gern hier oben das Zeugs einsammeln. So, und schnell weiter. Lapishöhle. Ach, da ist schon wieder ein Viech. So, Flammrad. Bitte kein Doppelkick. Okay, nochmal Glück gehabt. Perfekt. Oh Gott. Rückzug. Aquaknarre, okay. Nochmal, super. Und Angriff. Super gemacht. Okay. Ah, da ist die Treppe, nice. Ja, Flammrad. Und Aquaknarre. Oh, es lebt noch. Okay, es lebt nicht mehr. Schnell weg hier. Nichts machen, Enddorn. Du bist aber risky unterwegs. So, U7. Den lassen wir mal kommen. Konfusion, okay. Nice. Und weg mit dir. Und den lassen wir auch kommen. Beziehungsweise Enton greift eh schon an. Sein Kopfstoß, nice. Und Blut. Sehr gut. Blut tut gut. Jetzt haben wir hier natürlich zwei Pokémon, das wird ein bisschen schwieriger. Aber, ja gut, er ist verwirrt. Perfekt. Oh, ich hab kein Dingsy mehr. Oh Gott, von hinten kommt auch noch ein Viech. Wieder Nidoran. Nidorino. Schaffst du es? Bitte, bitte, bitte. Okay, müsste es eigentlich schaffen, ne? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, irgendwo unten ist das. Ist die Treppe. Boah, ich kann irgendwie viel, viel schlechter als beim alten Teil nach links und rechts gehen. So diagonal, meine ich. So, ich möchte jetzt langsam mal einen Apfel finden. Oder den Ausgang.
Deswegen gehen wir jetzt mal Richtung Items. Oder Items. Da ist auf jeden Fall was. Achso, ich hab keine Attacke mehr. Mit Blut oder so. Doppelkick, aua. Aber Doppelkick tut so unfassbar weh. Oh nein. Wieso kämpft es denn jetzt? Käfer tut, aua. Ja, super gemacht, Anton. Ich würde jetzt einfach weiterlaufen können. Anton, mach keinen Scheiß. Achso, es ist erschreckt, oder was? Sammelbox. Wir haben keinen Sinnebär, Anton. Es tut mir leid. Wir haben nichts. Du musst so kämpfen. Ja. Oh gut, hier ist die Treppe. Weitergehen. Oh, ein Apfel. Perfekt. Bitte greif mich an. Was ist das da? Achso, Attackendings, die Bums. Ja, ich würde mal sagen, Sammelbox. Ich weiß nicht, wie lange der Spaß hier noch geht. Das trinkst du mal hier. Für Aquavelle, Aquaknarre. Das ist nämlich dann mehr AP. Und da kommt schon irgendwas. Vielleicht trinke ich auch eins. Sicher ist sicher. Trinken. Moritz. Blut. So, da ist ein Tangela. Okay. Perfekt. Okay, wir müssen jetzt langsam mal einen Apfel essen. Essen. Moritz. Okay. Hier geht's leicht Richtung Items. Ja, tut es. Aber leider nur Geld. Oh Gott, schnell hier runter. So, Schreck gegangen. Perfekt. Gut. Die gehen nicht zu uns. Und hier müsste dann die Treppe sein, ne? Ja. Oh, scheiße. Schnell weg hier. Weg hier. Alter Schwede. Oh Gott, der bewegt sich tatsächlich. Wir gehen runter. Oh nein. Anton, Vorsicht. Sehr gut gemacht. Ich bin wirklich stolz auf dich. Was ist das? Ein Golbat. Okay. Gut. Obwohl, es war vielleicht eine schlechte Idee. Oh mein Gott. Flammenrad. Verfehlt. Aua. Oh Gott, Leute. Dieses Spiel, ne? Das macht mich fertig. Kindwurm. Wir müssen tauschen. Raserei. Oh mein Gott. Gut. Sinnebeere wäre mal ganz cool. Okay, schade. Warte, wir überlassen hier nichts dem Zufall. Was ist hier? Ein Appellorb. Okay. Dann gehen wir mal ganz, ganz schnell weiter. Das ist eine Prisifbeere. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal lieber runter. Hier kommt jetzt ein Pokémon, ein Tangela, okay. Das können wir ganz gut, denke ich, hier besiegen. Genau. Schnell weg, Anton. Wir gehen in die Richtung. Oh Gott, ich brauche schon wieder was zu essen, oder was? Sammelbox. Ich hab nichts mehr zu essen, Leute. In die Nähe des Anwenders. Okay, alle ausweichen. Ich kann ja wechseln. Ja, du gibst vielleicht dein Bestes und ich guck dir zu, okay? So, gut, okay. Und ich mach Aquaknarre. So, komm weg. Boah, super. Oh nein, da kommt doch so ein Viech.
Scheiße, ey. Konfusstrahl. Och nee. So, Blut ist weg. Perfekt. Hast du gut gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Hast du einfach gut gemacht. Och, Alter, da hinten. Hier sind überall diese Viecher. Oh, eine Sinnebeere. Ich fasse es nicht. Für den Notfall. Oh Gott. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen mal hier ganz, ganz schnell Plätze tauschen. So. So, wir lassen es kommen. Komm, komm her. Komm doch her. Ja, gut, es kommt jetzt endlich. Und ich mache den Kopfstoß. Oh, Flammrad ging daneben. Gut, getroffen. So, komm Treppe. Komm Treppe, bitte. Bitte, bitte. Okay, Geld. Und Steine. Oh, U12. Oh, das Tangela ist wach, oder was? Ist nicht sehr gut. Sein Kopfstuhl. Ja, auch daneben. Okay. Schlaf, Bruder. Schuss. Oh, scheiße. Sammelbox. Was? Oh Gott. Warte, ich mach mal eben so. Das und danach werfe ich das. Werfen. So, dann kann ich jetzt hier in Ruhe eine Sinnebeere essen. Oder erst zum Schluss. Erst zum Schluss. Oh nein. Ich glaube, wir sind eingekesselt. Blut. Blut. Weil da links kommt was. Boah, Leute, ey, ne? Das ist ja hier hart. Sichtsam. Essen. Moritz. Achso, das bringt gar nicht so viel. Okay. Wir haben aber auf jeden Fall Ruhe für ein paar Augenblicke. Oh, Treppe, Treppe. Keine Treppe. Gut, der eine ist weitergegangen. So. Ach, scheiße, ey. Das sieht gar nicht gut aus, Leute. Sieht nicht sehr gut aus. Für uns. Essen, Moritz. Oh, ich brauch die Treppe, Alter. Ich brauch die Treppe. Da, da ist die Treppe. Hör auf. Junge. Alter, er macht Windschnitt. Ich raste da ja aus. Oh mein Gott. Ja, Leute. Ich würde dann mal einfach behaupten, das war's mit dem Part. Wir haben es ja zweimal nicht geschafft. Wir probieren es dann morgen weiter aus. ja. Na? Dann würde ich mal sagen, rechts ist die Playlist, links ist irgendein Video und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.